Wie sieht es denn mit Angehörigen aus? Ich meine, jeder dieser Fälle, der auch in diesem Buch jetzt vorkommt, war auch im ersten Buch so, hat natürlich, da gibt es Menschen, die das natürlich persönlich miterlebt haben, die es gekannt haben. Sind Sie mit denen auch teilweise in Kontakt gewesen, jetzt im Zuge der Recherche nochmal oder des Schreibens des Buches? Für das Schreiben des Buches habe ich also keinen Kontakt mit den betroffenen Leuten also gesucht. Das war nicht notwendig. Ich habe eine Familie, habe ich allerdings davon in Kenntnis gesetzt, dass ich ihren Fall also im Buch also veröffentlichen werde. Und sie haben auch wenn es nicht notwendig wäre, haben sie trotzdem ihre Zustimmung gegeben und sie werden auch zur Buchpräsentation kommen. Das heißt, das kann man ja auch, wenn man es so möchte, bis zum gewissen Punkt auch sehen. Das ist ja nochmal auch ja, wie soll ich sagen, eine Hommage oder eine Aufarbeitung auch des Ganzen. Das kann ja auch helfen, oder? Ja, ich bin auch der Meinung, dass es eine Aufarbeitung von einem Sachverhalt ist. Und eines habe ich ja sowohl beim ersten als auch beim zweiten Buch versucht. Also es werden keine Details also von den Straftaten veröffentlicht. Es ist nicht notwendig. Da muss man einfach Rücksicht nehmen auf die Angehörigen, weil da nur einfach aus purer zum Selbstdarstellen und so weiter ist das also überflüssig. Also.